6 Jahre sind es jetzt genau her, dass die Gremlins die kleine Stadt Kingston Falls in Schutt und Asche gelegt haben. Tja, und in Schutt und Asche fühlte sich Billy Pelzer nun gar nicht mehr wohl. Und so zog er zusammen mit seiner Freundin Kate nach New York, wo er am Hightech-Wolkenkratzer des Multimilliardärs Daniel Clemp als Städteplaner seiner Arbeit nachgeht. Aber auch Gizmo, der kleine Knuddelmogwai, hat sein Abenteuer im Kingston Falls gut überstanden. Zufrieden sitzt er jetzt bei dem alten Mr. Wing, einem chinesischen Kuriositätenhändler, in seinem Käfig und erfreut seinen Besitzer ab und zu mit einem kleinen Lied. Als die Ladentürglocke klingelt, schaut Mr. Wing kaum auf. Er kennt die Herren, die jetzt hereintreten. Es ist eine Abordnung von Mr. Clemp, dem Multimilliardär. Mr. Clemp will unbedingt das Ladengrundstück von Mr. Wing kaufen, um hier einen Ober-Super-Wolkenkratzer zu bauen. Daniel Clemp würde gern mit Ihnen sprechen. Im Hightech-Zeitalter ist so gut wie nichts unmöglich. Mr. Forster baut einen tragbaren Fernseher auf, den er mitgebracht hat, schaltet ein und auf dem Bildschirm erscheint Mr. Clemp. Neugierig spitzt Gizmo, der kleine Mogwai, die Ohren. Guten Morgen, Mr. Wing. Kommen wir doch gleich zur Sache, okay? Ich bin bereit, mein Angebot beträchtlich zu erhöhen. Also, Mr. Wing, Sie hängen an Ihrem Geschäft, das weiß ich zu schätzen. Ich hänge auch an meinem Geschäft. Ich produziere die gewaltigsten Bauwerke in New York. Und Sie verkaufen, Kleinigkeiten. Ja, das ist prima. Sehen Sie mal her, Mr. Wing. Ein riesiges Wolkenkratzerzentrum, geplant in chinesischem Stil, erscheint auf dem Bildschirm. Das Clamp Chinatown Center, an dem sich die Wirtschaft orientiert. Mr. Wing, Sie sind der Einzige, der noch im Wege steht. Also hören Sie sich an, was ich für Sie einrichten will. Einen Zeitungs- und Andenkenstand direkt hier unter dem Atrium. Dieses Bauwerk wird ein Meisterwerk der Technik, von den stimmaktivierten Aufzügen bis zu selbstreinigenden Aschenbechern. Ich bin ganz begeistert davon und möchte nicht, dass Sie das verpassen. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie Ihre Entscheidung getroffen haben, Mr. Wing. Wissen Sie, es gibt doch stets einen Weg für zwei Menschen zu einer Übereinkunft zu gelangen. Ja, man kann sich jederzeit mit anderen einigen. Es ist viel schwieriger, eins zu sein mit sich selbst. Klingt wirklich charmant. Konfuzius oder Bruce Lee? Tut mir leid. Bitte sagen Sie, Mr. Clem, die Antwort lautet weiterhin nein. Nein! Die Absage an Mr. Clamp war deutlich, aber der Husten deutet es schon an. Mr. Wing ist sehr krank und schon bald darauf fällt Mr. Wing seiner Sucht zum Opfer. Zu viel geraucht. Bereits einen Tag später ist schon die große Abbruchbirne da, die Mr. Wings Laden dem Erdboden gleichmacht. Dem kleinen Gizmo gelingt soeben noch die Flucht auf die Straße. Doch dort wird er von zwei Passanten entdeckt und ohne Umschweife eingesackt. Na, Luis, was ich immer gesagt habe. Wenn du was Ausgefallenes finden willst, dann musst du eben in die Stadt gehen. Sechs Wochen später... Guten Tag, hier spricht Daniel Clamp. Wissen Sie, kein Besuch in New York wäre vollständig ohne eine Besichtigung des ersten vollautomatischen Gebäudekomplexes der Welt. Mein Clamp Premier Regency Trade Center and Retail Concourse, Hauptquartier der Clamp Enterprises und Sitz von CCN, Clamp Cable Network Television. Der Tod von Mr. Wing beseitigte das letzte Hindernis für Bauunternehmer Daniel Clamps lange hinausgeschobenes Chinatown-Projekt. Dieser schrullige kleine Laden, in dem man einst viele seltene Objekte aus dem Orient erhalten konnte, muss nun der Zukunft weichen, im Stil von Daniel Clamp. Tja, und das ist der Stil von Daniel Clamp. Wir sind im Clamp Center, einem Wolkenkratzer, in dem alles vorhanden ist, was der Mensch zum Leben braucht. Einkaufs-, Büro- und Freizeitzentren, sogar einen eigenen Kabelsender gibt es hier. Und modernste Technik. Stimmengesteuerte Aufzüge, sich selbst reinigende Aschenbecher, alles wird penibelst sauber gehalten. Und für höchste Sicherheit sorgt eine lückenlose Videoüberwachung. Und weil Genforschung die Wissenschaft der Zukunft ist, gibt es auf einem Stockwerk ein riesiges Genlabor mit dem hübschen Namen Splice of Life. Billy Pelzer und seine Freundin Kate, die als Touristenführerin im Clamp Center arbeitet, sind auf dem Weg zur Arbeit.
Billy erzählt von den Futtermans, die ebenfalls vor 6 Jahren furchtbar unter der Zerstörungswut der Gremlins zu leiden hatten. Morgen kommen die Futtermans in die Stadt. Ja, richtig. Dann muss es Mr. Futterman ja wieder besser gehen, wenn er reisen kann. Tja, seine Frau sagt, es geht ihm besser. Er war nur etwas durcheinander. Also, wenn eine Bande von kleinen Monstern einen Schneepflug durch dein Wohnzimmer chauffiert, würdest du dich auch so fühlen. Es hat ihn beinahe umgebracht. Hey, kannst du dich aufpassen? Diese Menschen sind so rücksichtslos. Schatz, wie viel Uhr ist es? Gott, wir sind spät dran. Da ist ein Taxi, komm. Sie wollen Aeroport? Nein, eigentlich wollen wir nur... Ich weiß nicht, wir leben schon eine ganze Zeit hier und ich habe immer noch denselben Job. Es dauert eben wenig. Ja, aber wenn wir in Kingston Falls geblieben wären, dann wäre ich bei der Bank inzwischen 2-mal befördert. Ja, und du würdest es furchtbar finden. Ich weiß nicht, zumindest könnten wir uns eine anständige Wohnung leisten und heiraten. Und mit diesen Worten gehen beide an ihre Arbeitsplätze. Kate führt ihre Touristen durch das Clamp Center. Billy setzt sich an seine Entwürfe für Städteplanung. Marla, Billys Vorgesetzte, hat eine furchtbare Laune. Sie ist mit Billys Ideen überhaupt nicht einverstanden. Ihr Termindruck ist enorm und selbst der Blumentopf in Billys spartanisch eingerichtetem Büro nervt. Aber Marla, meinen Sie nicht, dass der erste Plan... Hören Sie, dieser Termin, das ist nicht meine Schuld. Die machen mir das Leben zur Hölle, also mache ich Ihnen das Leben zur Hölle. Das ist eine komplette Herzinfarkt-Disaster-Horror-Story. Ich weiß, aber die haben mir die Maße geändert und die haben die Frist verkürzt. Sehen Sie, also Billy, ich, das ist Ihr Problem, genau das. Sie sehen nur Ihren kleinen Teil davon. Ich brauche eine komplette Situations-Langzeitüberblick-Vorausschau-Perspektive. So einfach ist das. Also es ist fast fertig. Die haben nur ein paar... Dieser Vorplatz wird kalt. Mit Bäumen sieht es besser aus. Die wollen da Bäume pflanzen? Nein, aber sie werden sie zeichnen. Ja, aber so wie es jetzt ist... Ulmen. Aber die Sträucher Billy, sind so... Billy, diese Einstellung zieht nicht bei mir. Oh, guten Morgen, Mr. Foster. Sieht so aus, als hätte jemand sein Mitarbeiterhandbuch nicht gelesen. Nicht wahr, Mr. Pelzer. Unerlaubte Topfpflanze. Schon vor Wochen habe ich mit ihm über diese Pflanze geredet. Ich habe mit ihm darüber geredet. Ich weiß, ich wollte schon mal, aber ich... Mögliche Blattlausverseuchung. Was ist das? Das ist Kingston Falls. Ist meine Heimatstadt. Oh. Mr. Pelzer, wissen Sie, wie viel die Clamp-Organisation ausgegeben hat, um ihre Mitarbeiter an dieser Stätte mit Kunst von anerkannten Künstlern zu versorgen? Ich weiß, aber es war eine... Persönliche Note. Das kenne ich. Vielleicht würde hier jeder gern seine persönliche Note hinterlassen. Kaffeepötte, auf denen steht der weltgrößte Liebhaber. Aschenbecher, auf denen steht, legen Sie bitte Ihre letzte Asche hier rein. Das würde Ihnen gefallen, nicht wahr, Mr. Pelzer? Jeden Tag zur Arbeit zu kommen in einen 200 Millionen Dollar Flohmarkt. Billy, genau das brauche ich im Moment ganz und gar nicht. Ist Ihnen klar, dass wir in 3 Wochen Revision haben? Ich habe doch nur gedacht... Das ist ein Supercaros, ist mein Ernst. Hören Sie, Marla, ich tue mein Bestes. Billy, tun Sie mir einen Gefallen. Machen Sie es besser. Scheinbar kein guter Tag heute für Billy. Im Haus selbst überwachen Techniker den gesamten Wolkenkratzer. Jeden Winkel. Wir kriegen niedrige Korrosionswerte. Also gut, gib mir eine Wellenform auf 10 Zehnerstärke. Überwachung der Eingangszone, die Hilfskräfte dorthin. Keine besonderen Vorkommnisse im Bereich A7. Das Aufzugssystem läuft jetzt normal. Zeitfrequenz und Superstromangepasst. 3 Ordnungskräfte im Zivilverkehr für Kinderkoppe auf B. Starke Anfall im Sektor 13. An die Personalabteilung. Wir haben eine Kate ist inzwischen mit einer Besuchergruppe im Gebäude unterwegs. Das Clamp Center ist im Augenblick das fortschrittlichste, intelligenteste Gebäude in Amerika. Mit den neuesten Sicherheits-, Kommunikations- und Klimaanlagen. Nun ist dieses Center nur ein Teil von Mr. Clamps weltweitem Geschäftsimperium, zu welchem Bauunternehmen, Sport, Finanzen und natürlich die beliebten Konfitüren gehören. Für alle, die zu Hause über Kabelfernsehen verfügen, das Clamp Cable Network befindet sich auch hier in diesem Gebäude. Kate führt die Besucher weiter, während Billy im Fahrstuhl auf Fred trifft. Opa Fred. Opa Fred ist ein zweitklassiger Moderator, der in Daniel Clamps drittklassiger Horrorsendung auftritt und selbst aussieht wie ein schlecht angezogener Graf Dracula. Opa Fred ist aber eine Seele von Mensch. Weißt du, Fred, du solltest einige von diesen klassischen Horrorfilmen bringen, wie Frankenstein oder Dracula. Tja,
All die guten Horrorfilme sind schwarz-weiß. Hm. Mr. Clamp mag nur Farbe. Der Kerl ist sehr eigenartig. Hast du ihn mal gesehen? Nein, nicht persönlich. Nur auf diesem bekloppten Video, das ja überall läuft. Sieh dir doch nur mal dieses Gebäude an. Weißt du, was für Mieter die jetzt hier haben? Oben gibt es ein Forschungslaboratorium. Genforschung. Die machen da mit Tierversuchen rum. Letzte Woche haben sie ein Patent gekriegt für eine neue Art von Wüstenspringmaus. Und da meinen die Leute, ich wäre gruselig. Nun, gruselig ist der gute alte Fred ganz bestimmt nicht. Aber ganz schön gruselig geht es in dem eben erwähnten Genforschungslabor zu. Denn dort ist es Dr. Katheter und seinem Team nach langjähriger Arbeit endlich gelungen, ein Serum zu entwickeln, das alle Tiere zu lebenden Batterien macht. Dr. Katheter träumt schon davon, alle Ratten New Yorks zu nützlichen Glühbirnenfassungen umzugestalten. Das ist der Moment, als ein Bote ein Päckchen mit frischen Krankheitskeimen für Dr. Katheter abgibt. Gizmo, der sich in seinem Käfig langweilt, pfeift sein Liedchen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich habe eine Lieferung für Dr. Katheter. Ich kann das unterschreiben. Hey, was für Sachen machen die hier eigentlich? Wir dürfen nicht darüber sprechen. Oh, tut mir leid. Ja. Oh, Dr. Katheter, das ist gerade für Sie gekommen. Ah, prächtig, das muss meine Malaria sein. Oh. Nur Tollwut. Tollwut habe ich doch schon. Und diese Woche soll ich die Grippe kriegen. Ich glaube, wir haben die Grippe nachbestellt. Kann ich das haben, Peggy? Oh ja, natürlich. Danke. Nachbestellt, nachbestellt. Das Einzige, was man will, sind frische Keime. Kaspar, lassen Sie dieses Taschentuch analysieren. Zwei Assistenten des Doktors kommen hinzu und präsentieren ihm ein merkwürdiges Pelztier, das sie in Chinatown gefunden haben. Hat Gizmo, der kleine Mogwai, hier im Forschungslabor seine letzte Heimat gefunden? Tag, Doktor. Mein Guter, wie geht es Klonen voran? Wirklich sehr gut, Doktor. Louis? Hören Sie, Doktor, wir haben ja was. Das sollten Sie sich ansehen. Ich glaube, das ist sicher für Sie interessant. Ich habe es auf der Suche nach Experimentiermaterial in der Stadt gefunden. Offenbar handelt es sich um eine Art Nagetier und es ist wohl allergisch gegen helles Licht. Niedlich, nicht wahr? Ist vielleicht in seinen Genen angelegt. Wir sind noch nicht sicher. Nein, wir sind noch nicht sicher. Nein. Welche Verfahrensweise schlagen Sie vor? Zellproben morgen, Gewebekulturen Donnerstag. Und dann natürlich die Körperstruktur. Und dafür, mein kleiner Freund, werden wir dich aufschneiden müssen. Das sind ja rosige Aussichten für Gizmo. Und während der um sein Leben zittert, erscheint der Bote in Billys Büro, um auch dort etwas abzuliefern. Gizmos Liedchen hat dem Boten scheinbar ganz gut gefallen. Entschuldigen Sie bitte, wo haben Sie das gehört? Was? Diese Melodie, wo haben Sie die gehört? Oh, da. Ach, ist das nicht von Sting? Nein, das ist nicht von Sting. Denken Sie nach. Ach ja, ich weiß es. Das war oben in dem Labor, wissen Sie, in der 51. Aha. Und irgendwer hat es gesummt. Billy kennt die Melodie nur zu gut und er weiß sofort, dieses Lied kann nur von Gizmo stammen. Und folgedessen muss Gizmo auch im 51. Stockwerk im Labor sein. Billy will es ganz genau wissen. Also nichts wie rauf in die 51. Etage. Tag, ich habe gehört, Ihr Kopierer ist hin. Ach, ja? Ja. Oh, er steht da drüben drin. Danke. Wir sind soweit, Doktor. Das ist die interessanteste bioelektrische Arbeit, die ich je gemacht habe. Denken Sie nur. Millionen von Ratten in New York und jedermann hasst sie. Aber wenn eine von ihnen ein Kofferradio einen Monat lang mit Energie versorgen könnte. Gizmo, ich bin hier. Psst, psst, sei still. Wenn wir es doch nur hinkriegten, dass man sie sicher berühren kann. Aber für Taschenlampen wären sie doch gut, oder? Bestimmt, Doktor. Wo es Taschenlampen gibt, gibt's Dunkelheit. Und Dunkelheit mögen sie.
Hey, Kleine, wie geht's dir? Hast du mich vermisst? Ja, hab ich dich auch. Also, Gizmo, was machst du hier? Was haben diese Kerle mit dir gemacht? So schlimm war's? Willst du da raus? Komm her, ist ja alles gut. Komm mit mir, ich halte dich. Ich passe auf dich auf. Alles wird wieder gut. Zurück in seinem Büro versteckt Billy Gizmo in seiner Schreibtischschublade. Es muss ihn ja nicht unbedingt jeder sehen. Also, Gizmo, du musst jetzt ganz besonders ruhig sein. Du willst doch nicht wieder in dieses Labor, oder? Nein. Jetzt tu mir den Gefallen, bleib da drin und sag kein Wort. Ich komme so schnell wie möglich zurück und bring dich nach Hause. Okay? Okay, du bist ein braver Junge. Bye-bye. Er ist gekommen! Er ist da! Oh Gott, es tut mir leid. Alles klar? Wie geht's deiner Hand? Hör zu, er ist da. Du musst da rein. Los, rein! Mr. Clamp, Sir, ich bin Marla Bloodstone, die Abteilungsleiterin. Wenn ich irgendetwas schon für Sie gut, tun kann... Bleiben Sie doch alle ganz ruhig und tun Sie das, was Sie normalerweise tun. Hi. Ich weiß, ich war noch nie hier unten, aber das wird sich ändern. Von heute an werde ich noch mehr mit Hand anlegen an diese Arbeiten, denn ich... Hey. Fasziniert begutachtet Mr. Clamp Billys Entwürfe. Er findet sie einfach fabelhaft. Das... ist exzellent. Ist das nicht fadelhaft? Sie haben das ganze Projekt substanziell eingefangen. Sehen Sie nur die Kinder mit dem Drachen. Das ist Wärme. Ich mag Wärme. Wie ist Ihr Name? Billy. William Pelzer, Sir. Bill, ja. Genau das brauchen wir hier. Mitarbeiter, die produktiv sind. Lassen wir doch diese Ulmen weg, Bill. Wenn die Menschen Ulmen sehen, denken sie nur an diese Ulmenkrankheit. Aber natürlich. Aber natürlich ist es Gizmo in seiner dunklen Schublade zu langweilig. Er möchte raus. Also probiert er es auch. Was ist mit der Schublade? Die ist automatisch. Die öffnet sich dann und wann, wenn man etwas braucht. Davon wusste ich ja gar nichts. Mit diesen Worten verschwindet Mr. Clamp wieder. So viel Lob für Billys Arbeit. Marla, Billys Vorgesetzte, ist auf einmal auch ganz begeistert von ihrem Untergebenen. Oh, nannte sie Bill. Das ist was ganz Besonderes, Billy. Eine Karriereaufstiegsmöglichkeitsaussicht für uns beide. Glauben Sie wirklich? Na klar. Wir können beim Essen darüber reden. Oh toll, wie wär's am Sonntagabend? Ja, heute Abend geht's eigentlich nicht. Ich habe heute Abend auch etwas vor, Billy. Eine Broschüre für den Clamp-Kabel-Bogenschützenkanal. Ein totaler Selbstmordtrauma-Alarm-Terminnotfall. Aber wissen Sie was? Ich werde ihn sausen lassen, um mit Ihnen essen zu gehen. Tja, wissen Sie, ich glaube nicht, dass ich so kurzfristig was noch... Was ist mit dieser Schublade los, Billy? Halten Sie da drin etwa ein Haustier? Nein, ich bin allergisch gegen Haustiere. Es ist nur gut, dass Mr. Clamp Sie mag, denn... Lassen Sie mich mal sehen, kommen Sie schon. Wissen Sie, vielleicht wäre es heute Abend großartig. Ja, machen wir es heute. Es gibt ein ganz schickes neues Restaurant, ein kanadisches. Die nehmen den Fisch direkt an Ihrem Tisch aus. Wirklich? Das klingt fabelhaft. Ich hole nur eben meine Tasche. Okay, Gizmo, hör zu. Ich muss jetzt gehen, aber ich werde jemanden vorbeischicken, der dich holt, okay? Also bleib, wo du bist. Oh. Billy? Ja? Fertig? Ja, natürlich, ich bin fertig. Also vielleicht sehen wir Woody. Man sagt, er speist dort ständig. Ach, wirklich? Na, das wäre ja prima. Das große Essen kann also starten. Doch zuvor muss Billy noch Kate darüber aufklären, dass er den Abend nicht mit ihr, sondern mit seiner Chefin verbringen wird. Verbringen muss und... außerdem ist da noch etwas. Katie? Hallo, Schatz, ich bin gleich soweit. Ich muss nur noch abstempeln. Hallo. Hallo. Hör zu, ich kann heute Abend nicht mit dir ausgehen, tut mir leid. Pfui. Ja, ich habe eine Konferenz mit einem Paar. Eine Konferenz? Leuten. Ja. Toll. Hör zu, ich möchte dich um einen Riesengefallen bitten. Gizmo ist hier und... Dieses pelzige Ding? Naja, er ist oben in meiner Schublade. Oh. Hör zu, es gibt auch eine gute Nachricht. Was? Du musst ihn mit nach Hause nehmen. Ihn mit nach Hause nehmen? Zu uns nach Hause? Ja. Billy!
Nein. Wieso nicht? Ist das dein Ernst? Und wenn nun diese Dinger hier in New York rumreisen? Nein, Schatz, es wird keine anderen Dinger geben. Ich verspreche es dir. Befolge nur die Regeln. Das ist alles. Doch, die Regeln. Aber weißt du noch, wie die erste ging? Setz sie in keinem hellen Licht aus. Besonders keinem Sonnenlicht, weil sie das umbringt. Genau. Und die zweite Regel war... Warte, lass sie auf keinen Fall nass werden. Das ist richtig. Und die dritte lautet, lass sie nicht nach Mitternacht fressen. Sehr gut, Schatz. Warte. Verfolgen Sie nicht. Heute Abend auf dem Klemmkabel-Filmklassiker-Kanal Casablanca. Jetzt in voller Farbe mit einem glücklichen Ende. Auch in einem so supermodernen Wolkenkratzer wie dem von Daniel Klemp muss ab und zu etwas repariert werden. Und dafür gibt es den Hausmeister. Ein Wasserspender hat seinen Geist aufgegeben und den gilt es jetzt wieder in Ordnung zu bringen. Gizmo, der sich inzwischen doch selbstständig gemacht hat, lauscht fasziniert in seinem Versteck dem Selbstgespräch des Hausmeisters. Die kleinen Wasserfontänen, die bei der Reparatur ab und zu durch den Raum schießen, stören niemanden. Nehmen wir mal das Jahresgehalt von Daniel Klemp und sagen wir, der Kerl geht für 30 Sekunden aufs Klo. Der Mann verdient $375, während er da steht. Und was kann er schon? Kann er einen Fahrstuhl reparieren? Was kostet wohl die Firma, wenn ich ein Schlückchen Wasser trinke? 0,0003 Cent, hä? Ja, ich sage dir, jetzt wirst du die Zange kennenlernen, mein Freund. Ich hab denen doch gesagt, die sollen nicht die neuen Stücke einbauen. Auf wen hören die bloß, hä? Die hören auf den Typ, den sie für 30 Sekunden auf dem Klo $375 zahlen. Ich erinnere mich an den Schluckmeister Mark IV. Mann, war das ein fabelhafter Trinkbrunnen. Dieses Schätzchen hat uns 6 Monate lang laufen lassen. Und immer noch gerade ausschießen. Aber diese glücklichen Tage sind vorbei. Ob sie denn jetzt reingeht, diese verdammte Muffe? Jetzt passiert das Malheur. Der heimtückische Wasserspender schießt erneut eine Fontäne durch den Raum und die trifft genau auf Gizmos Rücken. Klatschnass steht Gizmo da. Sein Rücken bauscht sich auf und kleine Pelzknäuel fliegen durch die Gegend. Inzwischen ist Kate im Fahrstuhl auf dem Weg zum 46. Stock, um Gizmo aus Billys Büro zu holen und mit nach Hause zu nehmen. Der Besitzer des Wagens mit dem Kennzeichen 1AG401 wird gebeten, seinen Wagen aus der Klemmgarage zu entfernen. Ihr Wagen ist alt und schmutzig. Die Fahrstuhltüren haben sich geöffnet. Bitte steigen Sie auf. Was machst du denn da oben? Billy hat gesagt, ich soll dich nach Hause bringen. Ich werde dich in meine Tasche stecken, bis wir aus dem Gebäude raus sind, okay? Okay. Hallo. Los geht's. Gizmo, du bist so überdreht. Aber so machst New York nun mal mit allen, Schätzen. Okay. Also dann los. Und mit dem unheimlich aufgedrehten Gizmo in der Handtasche verschwindet Kate in der namenlosen Menschenmasse des Klemp Center. Billy und Marla sitzen inzwischen in einem gemütlichen Restaurant und plaudern angeregt. Also, haben Sie immer gewusst, dass Sie Künstler werden wollten? Naja, ich wusste immer, dass ich gern zeichne. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, habe ich immer Comicstrips gemalt und ich hatte einen großen Kasten Buntstifte. Die hatte ich auch. Und als ich 4 war, habe ich den anderen Kindern damit Aktennotizen geschrieben. Schon damals konnte ich das. Tja, das ist schon was. Ist das nicht wundervoll? Endlich lernen wir uns mal kennen. Leider geht das ja nicht im Büro. Tja, da geht's nur ums Geschäft. Ich meine, genau. Was soll man machen? Jetzt reden wir doch mal von Ihrer Beziehung zu Mr. Clamp, von Ihrem guten Draht. Ich sehe eine rosige Zukunft. Ich sehe Chefbüros, geprägte Briefköpfe.
Ich sehe schon, dass wir bald die PR-Abteilung schlucken. Wirklich? Je, ich fühle mich so verwundbar mit Ihnen, Billy. Ich habe es ja noch nie über diese Gefühle gesprochen. Wissen Sie, wenn sich Kunst und Geschäft vereinigen, dann kann alles passieren. Ja, also ich glaube ganz bestimmt, wir sollten uns vereinigen. Dass Marla nun in diesem Moment Billy sehr nahe kommt und ihn küssen will, verwirrt ihn unheimlich. Billy will nur noch eins. Er will weg. Und just in dem Augenblick erscheint der Kellner mit dem Nachtisch. Sir, das ist ein beliebtes kanadisches Dessert, der Schokoladenelch. Kann ich Ihnen ein Geweihende abschneiden? Ach, nein, danke. Fühlen Sie sich gut? Sie wollen noch ein Bier, nicht wahr? Nein, danke, wirklich, mir geht's gut. Hören Sie, Maler, ich muss weg, ich habe noch eine Verabredung. Ich hab so eilig, tut mir leid. Wir sehen uns morgen. Ja, toll. Wie wär's mit einem Horn? Der Abend war wohl doch nicht das, was Marla sich darunter vorgestellt hatte. Naja, Pech. Kate ist währenddessen zu Hause angekommen, weiß aber nicht so recht, was sie mit Gizmo machen soll. Okay, Gizmo. Billy hat gesagt, ich soll dich auf jeden Fall vor Mitternacht füttern. Aber er hat nicht gesagt, was du gerne isst, also ich hoffe, das ist in Ordnung. Es ist Hühnchen und etwas Kartoffelbrei. Hühnchen und Kartoffelbrei scheinen für Gizmo wunderbare Wurfgeschosse zu sein. Und er benutzt sie auch als solche. Oh Gott. Du könntest ein bisschen vorsichtiger hier drin sein. Okay, Gizmo? Wir haben wirklich kein Geld, um alles neu zu kaufen. Also leg los. Und Gizmo legt los. Alles, was er in die Pfoten kommt, Pudding, Gurken, Joghurt, alles eignet sich wunderbar als Wurfgeschoss. Gizmo legt wirklich los und verschont auch Kate nicht. Oh, was soll das? Wer ist da? Mach auf, Schatz, ich bin's. Hallo. Hallo. Ich komm spät, tut mir leid. Schon gut. Was ist denn mit dir los? Wie war deine Konferenz? War prima, danke. Wo ist Gizmo? Er ist in der Küche. Toll. Schatz, hast du ihn gefüttert? Gewissermaßen. Hey, Giz, rate wer... Willkommen ist. Gizmo? Kate, wo hast du diesen Burschen gefunden? In deinem Büro, wie du gesagt aber hast. Aber das ist nicht Gizmo. Wir müssen noch mal hin. Billy, du hast gesagt, es würde keine anderen mehr geben. Es wird keine anderen mehr geben, klar? Es sei denn, sie haben nach Mitternacht gefressen. Aber sieh ihn dir doch bloß an. Ich meine, er ist völlig überdreht. Wir müssen ihn mitnehmen. Nein. Hey! Schatz, gib mir meine Tasche. Okay. Na, Großschatz. Es ist schon so spät, wer kann das sein? Soll ich nachsehen? Ja, geh mal hin. Wenn du je wieder hier raus willst, dann bist du besser still. Wer ist da? Schon besser. Oh. Überraschung! Oh, Mr. und Mrs. Futterman. Tag angelungen. Wir dachten, Sie kommen erst morgen. Ja, haben wir auch gedacht. Aber die Jungs von meiner alten Einheit haben das Datum für das Treffen geändert. Wir wollten euch anrufen, aber wir mussten den Greyhound kriegen. 32 Stunden. Oh, es tut uns leid, dass wir so spät dran sind. Nein, ist schon gut. Kann ich Ihnen vielleicht was anbieten? Kaffee oder Tee? Jetzt erst bemerkt Mrs. Futterman, dass Kate und Billy etwas mitgenommen aussehen. Kleine Ferkelchen. Der Kuchen ist hochgegangen. Billy, das ist vielleicht eine verrückte Stadt. Wir haben versucht, ein Taxi hierher zu bekommen. Wisst ihr, dass es in dieser Stadt russische Taxifahrer gibt? Ich meine, wenn nun jemand in so ein Taxi steigt mit einem Aktenkoffer voller Atomgeheimnisse, kümmern sich denn die Leute nicht mehr um sowas? Murray, denk dran, was Dr. Kaplan gesagt hat. Wir sollen uns ganz und gar nicht aufregen. Murray war etwas durcheinander. Ihr wisst schon, was damals passiert ist mit diesen... Ja. Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich war für eine Weile ein bisschen nervös, das ist alles. Was war das?
Ist ja gut, Schatz. Ich habe es auch gehört. Natürlich hast du es auch gehört. Was heißt das denn wieder? Mr. Futterman, die Sache ist die, Sie können heute nicht hier übernachten. Es tut mir wirklich leid, ich hätte es schön gefunden, aber es ist nur so. Naja, das Gebäude wird desinfiziert. Und Mäuse und sowas. Sie wissen ja, wie das geht. Hör zu, alles klar, kommt nicht in Schwitzenbier. Wir nehmen ein Hotel. Das verstehen Sie doch, Mäuse. Nee, ist doch gut, Willi. Wanzen, man kann nicht vorsichtig genug sein heutzutage. Da kommen alle möglichen Wanzen aus dem Ausland zu uns. Entschuldigung. Oh, deine Mutter hat euch einen Apfelstrudel gebacken. Danke. Irgendwer hat im Bus drauf gesessen. Ich bin sicher, er schmeckt euch trotzdem noch. Und dein Dad will dir schreiben. Er arbeitet an einer neuen Erfindung. Umkehrtoilettenpapier oder sowas. Ich bin nicht sicher. Hör zu, wie wär's, wenn wir euch morgen anrufen und zusammen essen gehen? Okay, toll. Gut, prima. Also morgen. Ja. Wiedersehen, es tut mir leid. Ich schon gut. Willkommen in New York. Naja, das ist ja soeben noch mal gut gegangen. Zumindest für diese Nacht sind die Futtermans abgeschoben. Doch abgeschoben ist nicht aufgehoben. Nachdem die Futtermans gegangen sind, haben es Billy und Kate sehr eilig. Waschen, umziehen und zurück zum Clamp Center sind eins. Dort ist inzwischen so einiges passiert. Die kleinen Pelzknäuel, die Gizmo auf dem Rücken wuchsen, nachdem er den Wasserstrahl abbekommen hatte und die dann durch die Gegend flogen, haben sich selbstständig gemacht. Aus den Kokons sind inzwischen kleine Gremlins geschlüpft, die sich neugierig auf Wanderschaft durch das Clamp Center machen. Ein kleiner Gremlin macht es sich spätabends ungesehen zwischen den Süßigkeiten und Zutaten einer kleinen Milchbar gemütlich. Okay, eine Hawaii-Praline und ein Bananenbeeren-Shake mit Kiwis und Erdnussbutter-Toffees, richtig? Ja, ach, warten Sie, sind die Erdnussbutter-Toffees ganz naturrein? Ich weiß nicht genau, Alex. Sind die Erdnussbutter-Toffees ganz naturrein? Ich denke schon. Ich weiß, die sind pestizidfrei. Das heißt nicht viel. Die können ja 100 andere Sachen reingetan haben. Ich glaube, eine Menge von dem Zeug verschwindet, wenn die Erdnüsse gerostet werden. Wissen Sie was? Rösten ist mit das Schlimmste, was man machen kann. In Ländern, wo nicht geröstet wird, haben die 70% weniger Todesfälle. Glauben Sie nicht, dass das beim Einbürgern so ist? Können Sie mit sowas arbeiten und keinerlei Forschungsberichte lesen? Das ist eine Ratte! Oh mein Gott! Was ist hier los? Hat sie gesagt, hier sind Ratten? Nein, sie sagte, da sind keine Ratten. Das hat sie nicht gesagt. Bitte benutzen Sie die Tabellen führen, wenn Sie hinein oder hinaus möchten. Da kam so ein riesiger Kopf daraus. Es sah furchtbar hässlich aus. Da war so ein Ding in den Süßigkeiten. Was war denn in Süßigkeiten? Keine Ahnung, etwas Pelziges und sowas soll Bio-Nahrung sein. Nein, ich will kein neues Joghurt. Also, das habe ich ja noch nie erlebt. Ich war schon so... Es ist nach Mitternacht und die haben gefressen. Was machen wir jetzt? Ja, das Unheil hat seinen Lauf genommen. Ob da noch was zu machen ist? Billy zuckt die Schulter. Wenigstens das Wasser im Clamp Center könnte man abstellen. Eine Gefahrenquelle weniger. Der Hauptwasserhahn für das ganze Gebäude befindet sich im Keller, ist aber, wie alles im Clamp Center, videoüberwacht. Tut mir leid, dass ich den Falschen mit nach Hause genommen habe. Ja, genau. Schatz, es ist meine Schuld. Ich hätte Gizmo nicht allein lassen dürfen. Wir müssen ihn finden. Hier ist es. Irgendwo... Da! Da kommt das Wasser in das Gebäude. Gut. Wenigstens können wir verhindern, dass sie nass werden. Halt! Halt stehen bleiben! Mach, dass du da rauskommst! Da ist Betreten verboten! Vorwärts! Mach schon! Na los! Hey. Sieht aus, als hätte ich einen kleinen Terroristen erwischt, ne? Was hast du denn in der Tasche? Gar nicht. Ja, dann wollen wir uns dieses gar nichts mal ansehen. Gib her. Wenn ich sie wäre, würde ich das nicht machen. Ja, aber du bist nicht ich, oder? Nein, hören Sie, wir müssen ihn finden, bevor er etwas fressen. Er hat schon was gefressen. Es gibt hier noch mehr von diesen Dingern. Wir müssen das Gebäude absperren. Wir? Also es gibt nur eins, was wir tun müssen. Wir müssen die Polizei holen und wie soll ich... Ich bin nicht verrückt. Diese Dinger sind gefährlich. Ich weiß das, ich hatte schon mal mit denen zu tun. Die machen alles kaputt. Ach, die machen alles kaputt. Erinnern Sie sich noch vor ein paar Jahren, da gab es eine kleine Stadt und die hieß Kingston Falls. Ich erinnere mich an das Kingston Trio.
Und schon klicken Handschellen um Billys Handgelenke und ab geht's zur Polizeiwache, wo Billy auf Staatskosten eine Nacht verbringen darf. Mit Hilfe der nächsten Monatsmiete als Kaution gelingt es Kate am nächsten Morgen, Billy aus dem Gefängnis freizukaufen. 6 wertvolle Stunden sind vergangen. Billy ist verzweifelt, als sie das Clamp Center betreten. Hier herrscht ein ziemliches Durcheinander. Das Clamp Center hat vorübergehende technische Schwierigkeiten mit dem Beleuchtungssystem. Versuchen Sie, davon keine Notiz zu nehmen. Tag, ihr zwei. Also das Gebäude spinnt heute total. Ja, ich weiß, Fred. Natürlich. Du bist jung. Du weißt alles. Wir brauchen helles Licht. Davon nehmen wir uns welche mit. Billy schnappt sich 2 Taschenlampen, denn er weiß, gegen helles Licht sind die Gremlins allergisch. Hör zu, ich muss zur Überwachungszentrale. Wenn ich in etwa 15 Kate, Minuten nicht dran. Oh, danke. Guten Morgen, Billy. Oh, Tag. Gestern Abend war es so wundervoll. Das müssen wir wiederholen. Marla, das ist Kate. Das ist meine Freundin. Ach, du meine Güte, ich muss ja gleich weiter. Hallo. Tag. Süßer Hut. Schatz, das ist mein Boss. Ich meine, das ist die Frau, mit der Billy, ich arbeite. Wenn wir den heutigen Tag überleben, dann mach dich auf was gefasst. Aber Schatz, du denkst doch nicht... Toll. Liebe hin, Streit her. Im Augenblick sind leider die Gremlins wichtiger. Billy macht sich sofort auf den Weg zu Mr. Forster, um ihn vor der bevorstehenden Invasion der Gremlins zu warnen. Mr. Forster! Hey, Sir, was für eine Überraschung! Obwohl Sie ja letzte Nacht verhaftet wurden, sind Sie zurückgekommen. Haben Sie uns vermisst? Sir, Sie müssen das Gebäude evakuieren. Das Gebäude evakuieren? Wieso das denn? Es sind Kreaturen drin, Sir. Kreaturen? Naja, zuerst sind Sie so kleine, pelzige Tierchen, aber wenn Sie nach Mitternacht pressen, kommt zur Metamorphose und Sie verpuppen sich in Kokons und... Sir, Sie sind in einer psychotischen Phase. Danke, dass Sie uns daran teilhaben. Sir, Sie müssen mir zuhören. Moment mal, das ist gut. Zuerst sind Sie pelzig und dann haben Sie Kokons. Nein, Sie fressen und dann werden Sie zu Kokons. Ja, natürlich. Wenn man sich in einen Kokon verpuppt, will man erst ein Häppchen essen. Es sieht nicht so aus, als ob Billy auf großes Verständnis stößt. Irgendwelche Kreaturen, Kokons und Fressen nach Mitternacht. Ein bisschen merkwürdig hört sich das ja allerdings schon an. Kate ist inzwischen mit ihrer Touristengruppe, unter ihnen der begeisterte Fotoamateur Mr. Katsushi aus Japan, auf dem Weg zum Fernsehstudio, in dem gerade die Sendung Kochen mit Marsch aufgezeichnet wird. Jetzt befinden wir uns im Nervenzentrum vom Clem Cable Network. Mr. Katsushi, bitte, gehen Sie wieder in die Gruppe. Ausgezeichnet. Toll, toll. Wenn wir ganz ruhig sind, dann können wir hier reingehen und zusehen, wie ein Programm aufgezeichnet wird. Hier entlang. Oh, ja, ja, ja. Bitte, kommen Sie hierher. Ja. Komm. Also diese Woche haben wir etwas ganz Besonderes. Ein Salut auf das Dosenfleisch. So viele von Ihnen haben uns in Ihren Briefen gefragt, wie wir unsere Partyhäppchen aufpeppen können. Naja, ich bin ganz begeistert von diesem Rezept. Es ist äußerst pikant mit Cherry. Manche Leute nehmen ein Schüsschen. Ich nehme einen Schuss. Also, stürzen wir uns auf unsere Hors d'oeuvre. Wollen wir? Wissen Sie, diese Bologneser Dosenfleischwurströllchen mit Bohnencreme sind so leicht, wenn Ihre Freunde mal vorbeischauen. Bevor wir Mikrowellenherde hatten, dauerte das eine Ewigkeit. Aber jetzt können wir denselben Thunfischnudel-Käse-Überraschungseintopf in wenigen Minuten zaubern. Die Show muss weitergehen. Also, dann schöpfen wir doch gleich mal von unserem guten Nudeleintopf. Und genau in diesem Nudeleintopf hat es sich ein Gremlin gemütlich gemacht. Über und über mit Nudeln behangen grinst er die Fernsehköchin an. Und dann legt er los. Chaos ist angesagt. Lass mich hier raus! Mikrowelle! Du meine Güte, sehen Sie, was diese Monster da anrichten? Die schmeißen Metallgeräte in die Mikrowelle! Das darf man doch nicht! Wenn ihr hier bleibt, dann geht ihr drauf! Moment,
Moment! Was ist? Warten Sie! Nein! Nein! Warten Sie! Nein! Nein! Mr. Katsushi! Nein! Nein! Ich mache Polaroid-Fotos! Das hier gehört nicht zum Programm! Und während unten das Chaos regiert, sitzt hoch oben im obersten Stockwerk seines Imperiums Mr. Klemp hinter seinem Schreibtisch und erledigt die Post. Betty, haben Sie meine Post von heute Morgen schon durch den Reißbord gejagt? Ich werde gerade fertig, Mr. Klemp. Gut. Dann, Oh, ich diktiere Ihnen ein paar Hausbriefe. Kaffee! Hey! Und schon ist es passiert. Ein Schreibtisch-Gremlin stürzt sich auf Mr. Klemp und krallt sich in seinem Gesicht und an seinem Anzug fest. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt. Verzweifelt wehrt sich Mr. Klemp, versucht sich zu befreien. Vergebens. Doch da hat er die rettende Idee. Der Reißwurf. Mit letzter Kraft packt er den Gremlin und zwängt ihn immer weiter in den Reißwolf. Und der zieht den Gremlin in sich hinein und verwandelt ihn Stück für Stück in eine hässlich grüne, stinkende Brühe. Das war Rettung in allerletzter Sekunde. Bill! Mr. Klemp! Sir, geht's Ihnen gut? Ja, ich denke schon. Ich hasse es, diese Maschinen selbst zu benutzen. Sir, wir haben ein ernstes Problem. Mr. Klemp, es hat sich eine Situation entwickelt. Oh Sir, hören Sie mir zu. Alle Leute müssen raus aus dem Gebäude und das Gebäude muss abgesperrt werden. Und das muss noch vor Sonnenuntergang geschehen. Ja. Und was passiert bei Sonnenuntergang? Wissen Sie, Sir, diese Dinger, die hassen Sonnenlicht, das bringt sie um. Aber wenn es draußen dunkel wird, dann werden die versuchen, hier rauszukommen und in New York rumzulaufen. Hey, wenn Sir, beruhigen Sie sich bitte. Er gehört in eine Anstalt, er ist gefährlich. Er ist gefährlich? Dieses Ding, das hier vor einer Minute drin war, das ist gefährlich. Der Junge ist aus dem Zeichenbüro. Dann fragen Sie ihn doch, woher er so viel weiß über diese grünen Dinger. Das ist eine gute Frage, Bill. Woher wissen Sie so gut Bescheid? Sir, also wissen Sie, zuerst gab es ein so ein Tier. Das war im Genlabor, aber als schon das wieder. Ich habe Ihnen gesagt, dass die Problemmieter sind. Wir hätten Schönheitschirurgen und drei Nervenklempner kriegen können. Aber nein! Sie glauben doch nicht, dass das Ding Tollwut hat. Nein, Sir, glaube ich nicht. Hören Sie, wir müssen verhindern, dass die Dinger nass werden. Nein, ich sage Ihnen, was wir müssen. Wir tun einen Deckel auf die Sache und der bleibt drauf. Keine Polizei, keine Presse. Wir erledigen das. Wir. Wir selbst. Und jetzt gehen Sie runter zur Überwachungszentrale und kümmern sich um die Sache. Was, ich? Aber es könnte physisch gefährlich werden. Was? Ihre Aufgabe ist es doch, mir den Müll aus der Welt zu schaffen. Also das hier würde ich als verdammten Riesenmüll bezeichnen, Sie nicht? Na? Richtig. Okay. Aber ich glaube, ich sollte es nicht ohne Experten versuchen. Also los, Pelzer. Und mit vereinter Kraft gehen nun alle daran, das Klemp Center von den Gremlins zu befreien. Aber einfach wird das bestimmt nicht werden, denn inzwischen haben die Gremlins auch schon das Genforschungslabor erobert. Was da los ist und wie überhaupt alles zu Ende geht, das erfahrt ihr in der zweiten Folge. Hier sind wir wieder mit der zweiten Folge der Gremlins. Durch ein Missgeschick waren die Gremlins in der Lage, den ganzen pompösen Wolkenkratzer von Daniel Klemp zu besetzen, das Klemp Center. Hier herrscht ein unbeschreibliches Chaos und Billy und Kate versuchen zu retten, was zu retten ist. Da ist nicht ein Platz im Klemp Center, den die Gremlins nicht beherrschen und auch in... Jetzt tauchen die sogar schon hier im Rabbit Studio auf. Naja, nochmal gut gegangen. Entschuldigung. Also, was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja. Also, auch im Genforschungslabor haben sich diese hässlichen Kreaturen inzwischen breit gemacht. Und dort wird getrunken, was ihnen zwischen die Krallen kommt. Das Batterieserum verwandelt einen Gremlin in einen elektrischen Irrwisch, der hämisch kichernd durch die Telefone saust und Stromstöße austeilt. Einem Gremlin wachsen Flügel, dem anderen Spinnenbeine. Ein Horrorkabinett.
Ach du meine Güte. Hat einer von euch irgendeine Zutat vergessen? Ich nicht. Es frisst mein Gemüsemischmasch. Was machen die für Geräusche? Ich glaube, die lachen. Reptile lachen doch nicht. Dann sind sie eben keine Reptile, Louis. Und was sind sie dann, Martin? Ein Virus? Zum Himmel, was ist hier los? Da lässt man euch dreimal fünf Minuten allein. Und was findet man vor, wenn man zurückkommt? Äußerstes Chaos. Ich hoffe, es ist nicht das Gehirnhormon, was diese Kreatur da trinkt. Doch. Genau das ist es. Eine ganze Flasche Gehirnserum verschwindet in dem grässlichen Maul des Gremlin. Und eben aus diesem grässlichen Maul kommen auf einmal menschliche Worte. Der Gremlin verwandelt sich in einen ungemein intellektuellen Diskussionsteilnehmer. Ein wenig darüber reden, was hier vorgeht in diesem Raum. Weil es, glaube ich, hier ein paar faszinierende Perspektiven für die Zukunft gibt. Wenn man genetisches Material von Forschungsqualität einer Lebensform wie der unsrigen injiziert, die beherrscht es von einer Art von, ich zögere vor dem Gebrauch des Wortes, Atavismus, aber sagen wir einer höchst aggressiven Natur. Darf ich wohl kurz das Wort an Sie richten? Mein Freund, Sie haben Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen helfen, das Beste aus sich zu machen. Darf ich? Wie Ihnen sicher bewusst ist, stellt Sonnenlicht ein Problem dar für unsere ethnische Gruppe. Wir werden nicht braun, wir bekommen keinen Sonnenbrand, offen gesagt, wir werden nur zu einem recht unappetitlichen photochemischen Überbleibsel. Deshalb diese Formel, speziell entwickelt für die, die dem nocturnen Geschlecht angehören, damit grelles Licht überhaupt kein Problem mehr darstellt. Das wird von entscheidender Nützlichkeit sein, da wo Sie hingehen. Was meint er damit, da wo er hingeht? Wir können sie nicht weglassen. Sie brauchen nur drei oder vier Kinder zu fressen und wir haben die abscheulichste Publicity. Das ist es. Weil man die Stadt so schön fand, hat man sie New York, New York genannt. Sehen Sie sich's doch selbst mal an. Wie wär's? Und mit diesen Worten verschwindet unser Professor Dr. Gremlin und lässt sich auch durch nichts aufhalten. Verblüfft und machtlos starren alle ihm hinterher. Trotz aller Geheimhaltungsversuche dringen die ungeheuren Ereignisse vom Clamp Center nach draußen an die Öffentlichkeit. Eine erregte Menschenmenge findet sich vor dem Wolkenkratzer ein, neugierig etwas von den unglaublichen Vorgängen dort mitzubekommen. Auch eine Reporterin des lokalen Rundfunksenders INN ist am Ort des Geschehens. Wenden wir uns dem lokalen Geschehen in Manhattan zu. Hier häufen sich die Berichte von ernsten technischen Schwierigkeiten im neuen Clamp-Bürocenter in der Stadtmitte. INN wandte sich an einen Sprecher des Bauunternehmers Daniel Clamp. Doch irgendwelche Stellungnahmen sind hier nicht mehr zu bekommen, denn das Chaos im Clamp-Center wird immer größer. Hören wir mal rein. Hilfe! Hilfe! Ja, ich würde sagen, das ist eine ausgewachsene Panik. Findet bei Ihnen auch schon ein Run auf die Banken statt? Also hier geht es ziemlich brutal zu. Wir raten unseren Kunden, alles, was sie haben, in Konserven und Schrotflinten zu investieren. Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den nächsten Ausgang und gehen Sie schnell hinaus wegen der gefährlichen Situation. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre persönlichen Sachen mitnehmen. Passen Sie auf, dass Sie nicht auf oder über andere Menschen treten, die jetzt auch das Gebäude verlassen wollen. Feuer, das ungezähmte Element, das älteste von allen Systemen. Spender von Wärme, Verschwörer von Wäldern. In diesem Augenblick brennt das Gebäude. Ja, dieses Gebäude brennt. Verlassen Sie das Gebäude, führen Sie das uralte Drama der Selbsterhaltung auf. Flucht ist die einzige Möglichkeit, dieser Hölle aus Monstern, Zerstörung und Feuer zu entkommen. Mrs.
und Mr. Futterman, die von alledem nichts ahnen, machen inzwischen einen Stadtbummel durch Manhattan und bestaunen gerade die Kathedrale der heiligen Eva Maria, die idyllisch eingebettet zwischen Wolkenkratzern nicht weit entfernt vom Clamp Center ist. Ach, Murray, die Kathedrale der heiligen Eva Maria. Was für ein herrliches Bauwerk. Herrlich? Sieht aus wie aus dem finsteren Mittelalter. Hey, Quasimodo, bist du daheim? Quasimodo! Hey! Was Mr. Futterman jetzt sieht, kann er nicht glauben. Und doch kennt er es schon aus vergangenen Zeiten. Ein scheußlicher Vogel-Gremlin schwingt sich von der Spitze des Clamp Center in die Luft und wie ein riesiger Vampir nach Blut suchend, stürzt er sich genau auf Mr. Futterman. Es ist ein Kampf, bei dem scheinbar nur einer gewinnen kann. Der Flügel-Gremlin, der sich an Mr. Futterman festgekrallt hat und ihm einen Biss nach dem anderen beibringt. Doch da sieht Mr. Futterman etwas, was er sonst nie beobachtet hätte. Ein Stück Straße wird neu asphaltiert und der flüssige Asphalt fließt blubbernd durch einen dicken Schlauch auf die Baustelle und verteilt sich dort. Das ist die Chance. Mit letzter Kraft greift Mr. Futterman diesen Schlauch und hält ihn dem Flügel-Gremlin entgegen. Von oben bis unten mit flüssigem Asphalt übergossen, schreit der Flügel-Gremlin auf und flieht auf einen Erker der Kathedrale. Wütend breitet er dort oben noch einmal seine Flügel aus und erstarrt. Der Asphalt ist getrocknet. Zumindest dieser Gremlin dürfte für die nächsten Jahre hier seinen festen Platz haben. Und wenn ihr mal in New York seid, schaut euch doch mal die Kathedrale an. Der Flügel-Gremlin steht immer noch dort. Doch weiter mit unserer Geschichte. In dem völlig demolierten Genforschungslabor stehen fassungslos Mr. Clamp, Dr. Katheter und Billy und können nicht begreifen, was hier geschehen ist. Traurig schaut Dr. Katheter auf seine mit viel Liebe gezüchteten Mutationen, auf die er so stolz war. Alles vernichtet. Der Horror! Der reinste Horror! Diese Trümmer! Was ist passiert? Was ist passiert? Die haben zurückgeschlagen! Das ist passiert! Diese Dinge! Ich schwöre zu Gott, junger Mann, ich werde nie wieder irgendetwas verletzen. Es gibt Gene, die der Mensch niemals zerschneiden sollte. Er ist so ein Problemiter. Sir, beruhigen Sie sich doch bitte. Wir beabsichtigen nicht, Ihren Vertrag zu verletzen. Sagen Sie uns, wo haben Sie die Dinger gesehen? Schulmeistern Sie mich nicht, junger Mann! Sie existieren, ich habe sie gesehen. Ich habe sie auch gesehen, aber wo? In meinem Labor, Genius des Lebens. Draußen vor dem Clamp Center warten immer noch die Reporter. Die Meldungen überstürzen sich. Ich befinde mich hier außerhalb des Clamp Center Bürogebäudes mitten in Manhattan. Während da drinnen etwas äußerst Eigenartiges vorgeht. Unterdessen häufen sich hier in Manhattan Berichte. Und den heutigen Tag möchte Mr. Clamp ganz bestimmt schnell vergessen. Die Polizei lässt. Die Rede ist von grünen Kreaturen. Zurzeit lässt die Polizei die Medien leider nicht in das Innere des Gebäudes. Aber sobald wir hinein dürfen, werden wir natürlich live aus dem Inneren des Gebäudes berichten. Live. Live berichten aus dem Clamp Center. Live berichten über Millionen von Fernsehschirmen aus dem Clamp Center mit seinen abscheulichen Kreaturen. Das war die Idee für eine schnelle und steile Karriere als Reporter. Und diese Idee hatte unser zweitklassiger Moderator für drittklassige Sendungen, Fred. Als Kameramann schnappt er sich den begeisterten Fotoamateur Mr. Katsushi aus Japan. Wo ist denn mein Mann? Hey, 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 Sie, kommen Sie mal her! Oh, oh. Können Sie eine Fernsehkamera bedienen? Eine Kamera bedienen? Mhm. Ich bin eine Kamera. Oh, gut, gut. Kommen Sie mit. Nein, 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 nein. Hier lang, hier lang. Hier, 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 darüber. Während sich die beiden auf den Weg machen, trauert Dr. Katheter immer noch über den Verlust seiner Forschungsarbeiten. Ich weiß, Sie absolut hatten mich für nicht. Wenn Sie es sehen, könnten wir Sie nicht verklagen. Und glauben Sie mir. Oh, sehen Sie es. Das ist ein komplettes Versagen. Des Managements. Die fressen dieses genetische Zeug. Jahre der Forschung, Patente, Experimente. Sie fürchten sich vor hellem Licht, gibt es helle Lampen hier. Sie haben sie alle kaputtgeschlagen. Aber ich habe ein paar kleine Angriffswaffen. Was? Ein Mann! In der Zwischenzeit macht sich ein Gremlin-Mädchen an Mr. Forster heran. Scheinbar gefällt er ihr ganz gut.
Aber ob das auf Gegenseitigkeit beruht? Hilfe! Was ist es, was diese Dinger brauchen? Der Geschmack der guten alten eisernen Faust? Weg damit! Aber bevor Dr. Katheter sein Narkosegewehr in Stellung bringen kann, taucht ein weiterer Gremlin auf, mit einem Maschinengewehr bewaffnet. Da bleibt nur noch die Flucht. Zurück in seinem Büro gibt Mr. Clamp Anweisungen zur größten Geheimhaltung der Probleme im Clamp Center. Doch Mr. Clamp hat nicht mit Fred gerechnet. Also wichtig ist, dass nichts in die Medien gelangt. Sie wissen ja, wie diese Reporter sind. Sie bringen einen dazu, was zu sagen, und dann verdrehen sie alles. Und dann schmücken sie alles aus, und bevor man sich versieht hat... Für Sie live exklusiv über den Clamp-Nachrichtenkanal aus der Lobby des Clamp-Centers. Hier tobt die Invasion von eigenartigen Kreaturen. Vielleicht stammen Sie von einer anderen Galaxie oder aus einer interdimensionalen Öffnung des Raums. Dieser furchtbare Tumult lässt Hunderte im ganzen Gebäude um ihr Leben rennen. Draußen, vor dem Clamp Center, ringt Marsh, die Fernsehköchin, immer noch um Fassung. Und Mr. Futterman, der unbedingt Billy helfen will, hat eine Auseinandersetzung mit dem Feuerwehrhauptmann. Es sind furchtbare kleine Monster in dem Gebäude da! Ah, Sie können sich ja nicht vorstellen, wie die meine... Halt! Warten Sie! Kein Wasser! Was? Das ist kein Feuer da drin! Das sind Gremlins! Wenn Sie sie nass machen, werden Sie sich rasend vermehren. Hören Sie, Sie müssen mich da reinlassen. Ich weiß, wie man mit denen umgeht. Freundchen, wissen Sie was? Beruhigen Sie sich erst einmal. Ganz, ganz ruhig bleiben. Reden Sie nicht mit mir wie mit einem Irren. Ich bin nicht irre! Ich bin nie irre gewesen. Es geht mir gut. Lassen Sie mich da rein! Noch einmal treffen sich Billy und Mr. Clamp, um über den Stand der Dinge zu beraten. Gibt es Fortschritte? Gibt es eine Lösung? Bill, wie läuft's? Irgendwelche Fortschritte? Sagen Sie mir, dass es Fortschritte gibt. Ich wünschte, es gäbe welche, Sir. Aber es steht wirklich schlimm da draußen. Schlimm, sagen Sie? Das ist furchtbar. Nur einer meiner Kanäle sendet noch. Und die Menschen, Billy, es sind menschliche Wesen in dem Gebäude. Wirkliches Leben. Haben Sie eine Vorstellung, welchen Schadensersatzklagen wir entgegensehen? Ja, Sir, ich weiß, aber... Anschlüsse sind besetzt. Ihr Anruf wird entsprechend des Eingangs bearbeitet. Was ist das? Es ist eins von diesen Dingern. Die gibt's auch schon elektronisch? Jetzt schon. Es sitzt im Telefonsystem in der Warteleitung. Mr. Clamp atmet tief und ruft ein Video ab, von dem er hoffte, es nie senden zu müssen. Ich dachte, das würde nie laufen. Aus Anlass des Endes der Zivilisation verlässt Clamp Cable Network nun den Äther. Wir hoffen, Sie hatten Freude an unserem Programm. Aber was noch wichtiger ist, wir hoffen, Sie hatten Freude am Leben. Das ist wunderschön, nicht wahr? Oh ja, Sir, es ist sehr erhebend. Mr. Clamp, gibt es irgendeine Möglichkeit, alle Uhren im Gebäude vorzustellen? Sagen wir 3 Stunden. Bill, es gibt nichts, was wir in diesem Gebäude nicht können. Warum? Wissen Sie, Sir, Sonnenlicht tötet diese Dinge. Deshalb sind sie alle hier drin. Aber wenn wir ihn vortäuschen könnten, dass die Sonne schon untergegangen ist, versammeln sie sich vielleicht alle in der Lobby. Richtig. Da ist der einzige Ausgang des Gebäudes, diese Vordertür. Die Sonne geht unter um 19.32 Uhr. Dann starten wir unsere Aktion um 16.20 Uhr. Och, das finde ich toll. Die geraten ins Hintertreffen. Wir haben Informationen, die die nicht haben. So sticht man jemanden aus. Oh, Moment mal. Moment mal. Werden die nicht sehen, dass die Sonne draußen noch scheint? Genau das ist der Knackpunkt, Sir. Darum müssen Sie sich kümmern. Ich? Ja, Sir. Sie müssen das von draußen bewerkstelligen. Oh, gut. Endlich kann ich mal meinen Geheimausgang benutzen. Wissen Sie was, Sir? Ja, Bill. Wenn Sie das schaffen, könnten Sie die Stadt retten. Die Stadt retten? Bauunternehmer rettet die Stadt. Das klingt schön. Toll.
Durch seinen raffiniert gebauten Geheimgang verschwindet Mr. Clem, um zu organisieren, was zu organisieren ist. Mittels eines kleinen Fahrstuhls taucht er genau gegenüber vom Clamp Center wieder auf. Mitten in der Menge wartender Reporter. Hey, da ist Clem. Na ja, los! Da ist der! Das ist der Typ. Wir sollten sehen, was wir aus dem Haus. Das soll ein schwieriger Typ sein. Mr. Clem, ist es wahr, dass das Gebäude evakuiert wurde? Brennt das Gebäude? Nein, nein, das ist falscher Alarm. Wir haben nur ein paar Probleme. Probleme? Sie haben da drin einen Typ im Dracula-Kostüm. Der sendet irgendwas mit kleinen grünen Monstern. Wollen Sie etwa New York in Panik versetzen? Absolut nicht. Also die Monster existieren? Das habe ich nicht gesagt. Was wollen Sie dann sagen? Was ich immer sage, Mike. Ich habe keine Ahnung. Ja. Und Mr. Clamp hat auch keine Ahnung davon, dass Mr. Futterman die Chance nutzt. Was aus dem Clamp Center kommt, führt auch ins Clamp Center hinein. Und genau dorthin will Mr. Futterman, um Billy zu helfen. Heimlich besteigt er also Mr. Clamps Fahrstuhl und schon ist er verschwunden. Fred, unser eifriger Moderator, sendet fleißig weiter aus der Höhle des Löwen. Und er hat auch einen interessanten Interviewpartner gefunden. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat eine Gruppe von eigenartigen kleinen Wesen das Clamp Center besetzt. Und was noch bizarrer erscheint, ist, dass eine dieser Kreaturen, ist das richtig? Dass eine dieser Kreaturen irgendwie in der Lage ist, zu sprechen. Und er wird mit uns sprechen, und zwar jetzt gleich. Ich denke, die wichtigste Frage, die die Menschen haben, ist, Kreatur, was wollt ihr eigentlich? Fred, wir wollen etwas, glaube ich, was ein jeder will und was Sie und Ihre Zuschauer haben. Zivilisation. Ja, aber von welcher Art Zivilisation sprechen Sie, Kreatur? Von den Annehmlichkeiten, Fred, von der Lebensart. Diplomatie, Mitgefühl, Lebensstandard, Manieren, Tradition, das streben wir an. Nur vielleicht kommen wir mal vom Weg ab, aber Zivilisation, ja, die Genfer Konvention, Kammermusik, Susan Sonntag, alles, wofür Ihre Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg so hart gearbeitet hat, das streben wir an. Wir wollen zivilisiert sein. Ich meine, sehen Sie sich doch nur diesen Burschen hier an. Also, war das zivilisiert? Nein, natürlich nicht. Ein Spaß, aber in keiner Beziehung zivilisiert. Nun, vergegenwärtigen Sie sich. Keiner von uns war je zuvor in New York. Hier gibt's die Broadway-Shows. Wir müssen rausfinden, wie man Karten bekommt. Es gibt eine große Straßenkriminalität, aber die können wir uns kostenlos ansehen. Wir wollen das Substantielle. Essecken, komplette Schlafzimmergarnituren, günstige Kredite. Auch wenn wir schon mal einen Offenbarungseid geleistet haben. Und mit diesem Offenbarungseid endet das Interview. Draußen versucht man derweil mit hektischer Betriebsamkeit der Gremlin-Plage Herr zu werden. Vor dem Eingang des Clamp Center wird ein riesiger Vorhang aufgebaut. Hübsch bemalt mit dunklen Wolken, einem gelben Vollmond und hunderten von funkelnden Sternen. Hey, hey, sagen Sie ihm, er soll behutsam damit umgehen, ja? Und seien Sie doch vorsichtig da oben! Wofür ist das da? Diese Dinger können nur rauskommen, wenn es dunkel ist. Also haben wir alle Uhren in dem Gebäude 3 Stunden vorgestellt. Und wenn Sie denken, es ist Sonnenuntergang und sehen, was für eine schöne Nacht da draußen ist, dann werden Sie sich alle in der Lobby versammeln und rausgehen wollen. Dann lassen wir den Vorhang runter, das Sonnenlicht strömt durch das Vorderfenster und röstet Sie. Na klar. Wie es scheint, ein perfekter Plan. Na, wir werden sehen, ob er funktioniert. Kate, die in dem nun fast menschenleeren Gebäude umherirrt und ihren Billy sucht, trifft in einem verlassenen Flur auf, nein, nicht auf Billy, sondern auf Marla. Marla, die, wie Kate weiß, ein Auge auf Billy geworfen hat, hat sich hier in einem riesigen Spinnennetz verfangen. Da muss irgendein scheußlicher Spinnengremlin seine Falle aufgebaut haben. Es ist zwar nicht unbedingt der passende Ort für eine Aussprache, aber was soll's. Billy? Könnte mir bitte jemand helfen? Ich bin in polymerem Klebematerial gefangen und ich habe Termine. Kleine, Sie sind's. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Na, na, na. Ich könnte Ihnen helfen oder ich könnte Sie einfach hier lassen. Hören Sie, wegen Billy. Es ist gar nichts passiert. Ich habe ihn zum Essen eingeladen. Es war rein geschäftlich. Na gut, es war nicht total, komplett, absolut geschäftlich. Ich will ja nicht mit Ihnen sein. Mit geläuteter Offenheit. Ich hatte was vor mit ihm und er hat nicht angebissen, okay? Schon gut. Ach, was sind Sie doch für ein wundervoll vorbereitetes Fräulein.
Bei ihrem Versuch, Marla zu befreien, verheddert sich Kate immer mehr in dem riesigen Spinnennetz. Nun sind beide gefangen. Eine Flucht ist unmöglich. Und da passiert, was passieren muss. Ein riesiger Spinnengremlin kommt langsam und genussvoll auf seinen 6 hässlichen Beinen näher. Die Beute scheint ihm sicher zu sein. Langsam kommt er näher. Immer näher. Für Kate und Marla gibt es kein Entrinnen mehr. Schon will der Spinnengremlin zupacken. Da taucht, wie aus heiterem Himmel, Gizmo. Gizmo, der auch ganz schön unter den Gremlins zu leiden hatte, stellt sich dem Spinnengremlin. Und Gizmo, der Schnellere, der Behendere, behält in einem langen, furchtbaren und schweren Kampf die Oberhand. Es gelingt ihm nämlich, den Spinnengremlin mit einer Säure zu übergießen. Die Säure entzündet sich. Der abscheuliche Spinnengremlin geht in Flammen auf und wird vernichtet. Jetzt erscheinen durch den Lärm aufmerksam geworden Mr. Futterman und Billy auf der Bildfläche und mit Hilfe der beiden sind Kate und Marla schnell aus dem ekelhaften Spinnennetz befreit. Trotz der Freude über die gelungene Rettung macht Billy sich weiterhin große Sorgen über die Zukunft des Clamp Center. Ja, sogar über die Zukunft New Yorks. Wenn die Dinger hier rauskommen, dann sieh auf, Billy! Du kannst jetzt nicht aufgeben! Washington hat nicht aufgegeben. Lincoln hat nicht aufgegeben. Oh, was ist? Kein Wort über Lincoln. Mir ist etwas ganz Furchtbares passiert an Lincolns Geburtstag. Ich war 6 oder 7 und ich weiß noch, ich hatte schulfrei und Mama ließ mich in den Park gehen. Sie machte mir ein Erdnussbutter-Sandwich. Wisst ihr, ich war gerade in dieser Erdnussbutter-Phase. Und ein Mann mit seinem Hut und seinem Bart sah so aus wie Abe Lincoln. Ich glaube, wir haben jetzt keine Zeit dafür, verstehst du? Ich weiß noch genau, oh Gott, er sagte, Tag, mein Kleines. Komm, Schatz, komm. Es gibt in diesem Augenblick wirklich Wichtigeres als Kates Erdnussbutter-Phasengeschichten. Denn das letzte und entscheidende Gefecht steht bevor. Alle Gremlins haben sich in der großen Lobby des Clamp Center versammelt, bereit, bei Dunkelheit loszumarschieren, New York zu überschwemmen und zu übernehmen. Sämtliche Uhren zeigen an, dass es bereits Abend ist. Aber dass die Uhren um ein paar Stunden vorgestellt wurden und den Gremlins mit Hilfe des großen Vorhangs die Nacht vorgegaukelt werden soll, das haben sie nicht mitbekommen. So liegt New York im schönsten Sonnenschein. Und gerade der ist ja für die Gremlins tödlich, absolut tödlich. Ein genialer Plan. Wie gesagt, die Gremlins ahnen nichts von dieser Falle. Und in Anbetracht und Erwartung der Übernahme von New York feiern die Gremlins in der Lobby noch eine Riesenparty. Und dann soll's losgehen. Seid ihr alle da? Also dann! Hört alle mal her! Ich mach einen drauf. Da gibt es nur ein Ziel für mich. New York, New York. Yes, Sir. Die Stadt, sie hat... Aus einem sicheren Versteck heraus beobachten Billy, Kate und Mr. Futterman das Treiben der Gremlins. Fred, unser Horrormoderator, ist schon wieder auf Sendung. New York, New York. Sind nicht schlecht, die Typen. Es mag unglaublich erscheinen, meine Damen und Herren. Nach ihrem bizarren, haarsträubenden Rausch der Zerstörung arrangieren diese eigenartigen Kreaturen etwas, was mir so vorkommt wie eine Musical-Nummer. Der Höhepunkt der Party ist erreicht. Die Gremlins bereiten sich darauf vor, das Clamp Center zu verlassen. Und bei der Gelegenheit kann man ja noch so einiges kaputt machen. Billy, die nähern sich den Türen. Keine Angst. In wenigen Sekunden lässt Mr. Clamp den Vorhang herab. Dann kann das Sonnenlicht reinkommen. Draußen ist alles bereit.
Mr. Clamp und seine Männer warten. Okay, sind wir so weit, dass wir ihn herablassen können? Doch was ist das? Genau in diesem Moment kommt ein dickes Gewitter auf. Und wo ein Gewitter ist, ist auch Regen. Wenn die Viecher raus in den Regen kommen, dann geht diese Stadt zum dritten Mal unter. Ich spreche von der Apokalypse Weltkrieg 3. Weißt du, was ich meine? Wir müssen etwas tun. Ich weiß. Mr. Futterman, ja? Da an der Ecke ist ein Feuerwehrschlauch. Holen Sie ihn und richten Sie ihn auf die Lobby. Auf die Lobby? Bist du verrückt? Nun machen Sie schon, aber schnell. Schatz, steck Gizmo in eine Schachtel und pass auf, dass er nicht nass werden kann. Gut. Marla, rauchen Sie weiter. Danke. Was hat Billy vor? Er weiß doch ganz genau, dass Wasser für die Fortpflanzung der Gremlins das ideale Mittel ist. Er weiß aber auch, dass die Gremlins bei jeder Berührung mit Wasser für ein paar Augenblicke in Starre fallen. So lange, bis die auf ihrem Rücken entstehenden Nachwuchsknäuel abgeworfen sind. Dieser Moment der Starre könnte eine Chance sein, zumal jetzt alle Gremlins auf einem Haufen hier in der Lobby versammelt sind. Billy denkt weiter. Okay, da ist ein Anruf in Mr. Clamps Büro. Ist es möglich, dass du den Anruf hier runter durchstellst, ohne raufzugehen? Ja, ich denke schon. Kate stöpselt den Anruf um. Fertig, Billy! Aufdrehen! Mr. Futterman hält den Wasserschlauch auf die Gremlins. Die sind begeistert. Was kann ihnen Besseres passieren? Ach, Billy. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Doch Billy weiß, was er tut. Er weiß, dass in Mr. Clamps Telefon der stromgeladene Telefonirrwisch sitzt und darauf wartet, bei einem Anruf durch den Hörer zu sausen, um alles, im wahrsten Sinne des Wortes, unter Spannung zu setzen. Die Warteleitung umgehen und durchstellen. Okay. Das ist es. Oh mein Gott. Mr. Futterman, drehen Sie den Schlauch ab! Drücken! Das ist es. Als Kate den Verbindungsknopf drückt, ist die Leitung hergestellt. Das weiß der Telefonirrwisch zu nutzen. Er saust durch die Leitung und dann durch den Telefonhörer, den Billy gezielt auf die Gremlins gerichtet hält. Und jetzt ist wirklich die Hölle los. Die nassen Gremlins ziehen den spannungsgeladenen Telefonirrwisch an, wie ein Magnet das Eisen. Grelle Blitze zucken auf und furchtbare Stromstöße durchschütteln die Gremlins. Die Nässe leitet die Stromstöße in alle Ecken. Kein Gremlin wird verschont. Kein Gremlin kann entfliehen. Ein furchtbares, aber gerechtes Ende für die Gremlins. Unter grässlichen Zuckungen und Schreien verenden sie, schmelzen dahin, einer wie der andere. Blubbernd hauchen sie ihr Leben aus. Adieu, du schöne Welt. Ungerührt ist Fred weiterhin live auf Sendung. Die eigenartigen Kreaturen, sie scheinen einfach dahin zu schmelzen in schreckliche kleine, grüne und braune Pfützen. Ach, es sieht aus wie, also ich kann nicht sagen, wie das im Fernsehen aussieht, meine Damen und Herren, es sieht furchtbar aus. Und jetzt, nachdem alles vorbei ist, startet Mr. Clamp mit Hilfe einiger Soldaten einen Sturmangriff auf das Clamp Center. Okay, ein paar los, Türen vorwärts. Stehen allerdings noch im Weg. Okay, los! Vorwärts! Kommt mit! Wie klemmt? Kommt mit! Hier rüber! Hier entlang! Kommt schon! Also los! Vorwärts!
Kommt schon, wir greifen durch die Tür da an. Los, vorwärts, Männer! Attacke! Geht's Ihnen gut, Mr. Clem? Ja, mir geht's gut. Ich hab mich nicht verletzt. Hey, vielleicht können wir dieses Zeug als Fensterkit benutzen. Wir sind hier exklusiv für Daniel Auckland. Hey, Moment mal, mein Freund. Wer hat Ihnen gesagt, Sie sollen mit diesen Nachrichten auf meinen Sender gehen? Niemand, Sir. Für mich sah es nach Nachrichten aus und da habe ich mir einen Kameramann genommen und... Genau. Ich mache Sie zum Moderator. Was machen Sie mit die mir? Die täglichen 18-Uhr-Nachrichten, hä? Gehen Sie runter zu Barneys und besorgen Sie sich ein paar neue Sachen. Geben Sie dem Mann eine Kreditkarte. Mir schwebt die alte Welt vor. Denken Sie an Kaschmir. Denken Sie onkelmäßig. Genau. Ja, onkelmäßig. Was ist mit meinem Kameramann, Sir? Wenn Sie ihn von Koffein loskriegen, ist er ja, gut. Ich bin ein Hit. Wir sind ein Hit. Was kostet denn eine komplett neue Herrenausstattung in Manhattan heutzutage? Begleiten Sie uns bei uns. Legen Sie sich ein bisschen in die Sonne am Wochenende, ja? Hey, Bill! Oh, Mann! Seien Sie vorsichtig, das Zeug ist glitschig. Sieht so aus, als hätten Sie uns gerettet. Naja, ich war es nicht allein, Sir. Wir alle waren daran beteiligt, Mr. Futterman und Marla. Marla? Ja, Sir? Sie arbeiten für mich, nicht wahr? Ja, Sir. Sehr, sehr hart. Und nun erscheint auch Mrs. Futterman und schaut entsetzt auf diesen grässlichen Ort des Geschehens. Überall liegen zerflossene, verbrannte und verschleimte tote Gremlins herum. Und inmitten dieser wabbernden Masse steht ihr Mann, Mr. Futterman. Nein! Was ist denn passiert? Sie haben es wieder versucht, Sheila, aber diesmal waren wir auf Sie vorbereitet. Na los, lass uns gehen. Hier stinkt es furchtbar nach angebrannten Buletten. Mr. Clamp, könnten Sie eine Erklärung abgeben? Bitte, 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 bitte. Meine neue Leiterin der PR-Abteilung wird alle Fragen beantworten. Also, Daniel, was ist passiert? Wo ist die Kamera? Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Es war unbeschreiblich schrecklich. Wir mussten alle die Arbeit einstellen. Komplett total. Sir, es tut mir leid um das Gebäude. Also mir nicht. Ihnen nicht? Nein, erstens sind wir gegen die Beschädigungen versichert. Und zweitens, es ist sowieso niemals ein Platz für Menschen gewesen. Es war ein Platz für Dinge. Und baut man einen Platz für Dinge, dann kommen sie auch. Aber Sir, Sie haben die Stadt gerettet. Das ist richtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Aufopferung. Wissen Sie, das wäre gut für mein nächstes Buch. Ich sollte mir Notizen machen. Wer hat einen Bleistift und Papier? Hä? Hier, Sir. Der Zettel, den Billy Mr. Clamp reicht, ist kein Zettel, sondern der Entwurf Billys für eine kleine, neu aufgebaute, gemütliche und liebenswerte Stadt. Moment mal, was ist das? Das ist Kingston Falls. Hey, genau danach habe ich immer gesucht. Sie wollen es kaufen? Nein, das wird mein nächstes Bauprojekt drüben in New Jersey. Das ist fabelhaft. Genau das wollen die Leute heute. Die traditionelle Gemeinde. Ruhige kleine Städte, Heimatgefühle. Ist das Ihr Konzept? Tja, das war doch nur... Das ist unsere Heimatstadt. Das ist ja sogar noch besser. Ich liebe das. Es heißt Clamp Corners. Wo das Leben gemächlich dahingeht. Wie findet ihr das? Das ist fabelhaft. Genau das wollen die Leute heute. Keine sprechenden Aufzüge. Einfach, Bill, Sie verkaufen mir diesen Entwurf und wir bauen die gewaltigste, sensationellste, ruhige kleine Stadt, die man je gesehen hat. Aber wenn Billy eine ganze Stadt entwerfen soll... Ach, wir kommen schon ins Geschäft, glauben Sie mir. Sind Sie Mrs. Pelzer? Ja, also, ich bin's bald. Aber nun macht sich jemand bemerkbar, der es in seiner kleinen Schachtel nicht länger aushalten kann. Was ist das? Das ist Gizmo. Was? Er ist ein Mogwai. Komisch, ich schaue ihn an und wisst ihr, was ich sehe? Was denn, Sir? Kleine Puppen mit Saugnäpfen, die aus Autofenstern starren. Einen Prunkwagen bei der Erntedankfestparade. Hat mal jemand mit Ihnen über Vermarktung gesprochen? Mit mir gesprochen? Ja. Nein? An der Sache ist bestimmt was dran. Vielleicht sollte man das Stirnband weglassen. Er mag sein Stirnband. Da sind wir flexibel, Bill. Entschuldigen Sie mich bitte. Wissen Sie, viele Gebäude würden diese intensive Nutzung nicht verkaufen. Nun, nach Hause. Doch bevor es nach Hause geht, hier noch ein Telefonanruf für Mr. Clamp. Sir, für Sie. Hier ist im Gebäude. Aus dem Gebäude? Hallo? Forster, was machen Sie? Okay, wir holen Sie da raus. Welche Etage? Wow, da oben sind Sie. Nein, das dauert eine Weile. Alle Fahrstühle sind kaputt und die automatischen Türen sind geschlossen. Tja, keine Ahnung, nicht allzu lange. Wir tun, was wir können, Forster. Behalten Sie die Hosen an.
Und was meint Mr. Forster? Nun, vielleicht habe ich zu hart gearbeitet, Mr. Clem. Das ist sehr großzügig, Sir. Einen halben Tag frei, wenn das Gebäude wieder funktionstüchtig ist. Danke, Sir. Einen halben Tag frei. Wirklich sehr großzügig. Doch was Mr. Klemp und auch sonst niemand ahnt, mit Forster in einem Raum eingeschlossen ist auch das kleine Gremlin-Mädchen, das schon bei früherer Gelegenheit ein Auge auf Forster geworfen hatte. Und das kleine Gremlin-Mädchen macht ihm jetzt schon wieder schöne Augen. Die Situation ist sehr gespannt. Forster kann nicht fliehen. Wird er mit dem Gremlin-Mädchen fertig? Oder wird das Gremlin-Mädchen mit Forster fertig? Wer weiß. Die glühenden Blicke und der Kussmund, den sie ihm zuwirft, sagen jedenfalls alles. Naja, lassen wir die beiden jetzt allein.